Edding, kennt jeder. Riecht nicht gut. Man riecht trotzdem dran. Geht nicht weg. Ein bisschen wie Tante Ursula an Weihnachten. Warte, was? Edding, quasi the marker of the universe. Damit kann man gut Autogramme geben oder eben Juan Wick malen. Aber wenn man mal ein bisschen über den Deckelrand hinausschaut, dann fragt man sich, Edding, was ist eigentlich falsch mit euch? Ich dachte auch immer, wenn man ein Edding hat, dann hat man alle. Aber in Wahrheit ist es einfach Pokémon. Edding Outdoor Marker. Der Edding Tiefkühlmarker. Was? Silikonölmarker. Hör auf! Bitte lass mich in Ruhe! Reifenmarker. Lass es sein jetzt. Wäschemarker. Das reicht. Industriepainter. Stopp! Fugen. Bohrlochmarker. Industrielackmarker. Es ist wirklich sehr erstaunlich, wie oft Edding quasi dasselbe Produkt nochmal rausgebracht hat. Die unterschiedlichen Farben verstehe ich ja noch. Aber das ist alles das Gleiche. Kalappenfeinfasermaler. Das ist ein dünner Edding. Das ist doch das Gleiche. Permanentmarker, Permanentmarker. Oh, Permanentmarker. In Edding steht einfach wasserfest auf fast allen Materialien. Und die Welt war vollständig fein damit, dass man den Edding so benutzt, wie man ihn halt benutzt. Kappe auf, Kappe drauf. Aber nein. Edding selbst hat es kaputt gemacht. Leichte, einhändige Bedienung. Bro, das ist ein Stift. Sobald ich den mit zwei Händen benutzen muss, ist was falsch. Oh, nur beidhändig. Ne, und der Edding Retract, der sieht zwar aus wie ein Kuli, ist aber einfach nur ein fetter Filzstift. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so weird, aber wusstet ihr, dass Edding einen eigenen Fanshop hat? Ich wusste es auch nicht. Ich meine, wer würde sich eine fucking Thermoskanne von Edding kaufen? Das funktioniert ja nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Lasst mal ein Like für gutes Design da, Leute. Auch wenn ich nicht weiß, wie man daraus trinkt. Aber ich glaube, das war mein Fehler. Permanent Hot. So wie du, wenn du auf den Abo-Button drückst. Aber jetzt mal ernsthaft, seit dem Fanshop weiß ich, Edding ist viel permanenter als nur ein Marker. Edding ist ein Lifestyle. Aber was will ich mit einem... Der Edding Bohrlochmarker. Ein Lochmarker. Das ergibt doch gar keinen Sinn, Alter. Loch ist da, das, was nicht da ist. Wie soll ich das markieren, Alter? Okay, Spaß beiseite, ne? Man will was bohren und dann markiert man das vor. Kann man das nicht einfach irgendwie mit einem Bleistift machen? Das Anzeichnen von Bohrlöchern mit einem Bleistift scheitert oft am zu geringen Durchmesser des Schraubloches. Nein. Nein, tu das nicht, Alter. Außerdem haben Eddinger einfach den Durchmesser von der Venus. Erzähl mir keinen Scheiß, Mann! Die dünne Spitze des Bohrlochmarkers passiert hingegen selbst kleine Öffnungen mühelos. Das ist doch einfach nur ein dünner Stift, Alter. Ihr habt einen Feinliner erfunden. Kein Bohrlochmarker. Jetzt mal ernsthaft, stellt euch vor, ihr habt einfach einen dedizierten Stift nur dafür, um Bohrlöcher zu markieren. Dann gebt ihm doch wenigstens einen coolen Namen. Mr. Bohrgame oder so. Darf man mit dem Bohrlochmarker auch was anderes markieren? Oder kommt dann der Edding-Satan und frisst mich? Das darfst du damit nicht machen. Und wofür sind dann all die Stifte, die ich gekauft habe? Darf ich damit nichts markieren oder was? Und da kommst du nicht mit durch ein Loch. Wenn ich doll genug drücke, doch. Das war wirklich nicht sexuell gemeint. Das habe ich jetzt erst gemerkt. Entschuldigung. Wisst ihr, bis ich nachgelesen habe, da hätte ich auch gedacht, dass die Ursprünge von Edding auch irgendwie eher darin lagen. Wer macht's, Panzer zu lackieren und dafür zu sorgen, dass Hitlers Bart so aussieht, wie er aussieht? Nee, ich glaube, den kann ich nicht bringen, Alter. Aber nein, Karl Wilhelm Edding hat das Unternehmen erst 1960 gegründet. Und wisst ihr, was der für einen Spitznamen hatte? Der Typ, der ganz viele Filzstifte herstellt, ganz viele Edding? Filzi, Markerman? Nein! Familie und Freunde nannten ihn einfach herzallerliebst Kuli. Kuli. Habt ihr euch im Bohrlochmarker zu tief eingeführt oder was? Alter, ihr macht Filzstifte! Das ist wirklich wie Elon Musk einfach vorzunennen. Oder Armin Laschet klug. Der Herr Edding ist aber im April diesen Jahres gestorben, also Rest in Pencils, lieber Kuli. Meint ihr, der hatte dann so einen Testamentmarker, Alter? Ich meine, Edding, die haben wirklich alles. Mit dem Edding Outdoor-Marker sind sie für wetterfestes Beschriften bestens gewappnet. Edding Outdoor-Marker! Wasserfestes Beschriften, der kann also... Genau das Gleiche wie alle anderen! Und was will der Typ der Marken, Alter? Den Baum, sein Haus, Alter, das ist ein Stift und nicht das Edding Permanent Spray fürs Graffiti. Warum gibt es das? Hello there. Und pass mal auf, du Vorgartenrasenmäher, Alter. Deine scheiß Zufahrt als Outdoor zu bezeichnen, das finde ich ein bisschen krass. Boah, die schwedische Wildnis. Boah, ein freilaufender Edelstahl-Briefkasten. Wow. Für das Kennzeichnen von Briefkästen und allem anderen, was Wind und Wetter ausgesetzt ist. Ach du Scheiße, warum würde ich jemals in meinem Leben sowas machen? Da kann ich mich ja
selbst für Vandalismus anzeigen, Alter. Kann er im Knast mit dem Indoor-Marker dann direkt die Striche an der Wand malen? Wirklich, welche unmenschliche Gestalt schreibt seinen Namen denn händisch auf den Briefkasten mit einem Permanentmarker? Comic Sans ist immer noch die bessere Wahl, wenn die andere Möglichkeit Handschrift mit einem Permanentmarker ist. Was ist, wenn du mal wegziehst, Alter? Reißt du dann den Briefkasten aus dem Mutterboden? Du malst dir doch auch nicht das Kennzeichen auf die Motorhaube. Oder ein Spoiler aufs Heck. Und ich dachte, das Prinzip von Edding, Permanentmarkern, wäre es, dass sie permanent sind. Warum brauche ich dann einen eigenen Outdoor-Marker? Der Edding-Reifenmarker. Was? Schreibe ich damit auf grüne Bananen? Oder wird dann die Milch zum Maßdammer? Zur Kennzeichnung ist der Reifenmarker mit seiner lackartig deckenden Tusche ideal. Der Edding-Reifenmarker schreibt permanent auf fast allen Gummioberflächen. Und warum genau kann ich dafür nicht den Outdoor-Marker benutzen? Schmilzt dann mein Einviertelreifen? Oder gibt's den nur in schwarz? Nö. Der Edding-Fugenmarker. Ah, was könnte man denn nur damit machen? Mit der Zeit verfärben sich viele Fliesenfugen, besonders in Küche oder Bad. Ja. Manchmal schimmeln die auch. Da malt die doch jetzt nicht einfach rüber. Strich für Strich lässt der Fugenmarker sie wieder wie neu aussehen. Man kann nicht mit Tippex über Arsch fahren, Alter. Das ist ein Beispiel für vorher war es wahrscheinlich besser. Das sieht nicht mehr aus wie eine Fuge, sondern wie eine Baustellenauffahrt auf der Autobahn. Und Edding, ihr könnt sowas, ihr dürft sowas nicht auf den Markt bringen. Wir Menschen sind dumm. Die sehen einfach, dass ihr Badezimmer von Schwarzschimmel durchzogen ist und deren Reaktion ist einfach... Die malen da drauf. Anmal ist nicht immer die Lösung von Problemen. Und wenn man sich da mal vermalt mit einem Permanentmarker, dann hast du ja noch ein anderes Problem. Das ist ja da. Das geht ja nicht einfach so ab. Was? Es gibt eine Paste, mit der ich Permanentmarker löschen kann? Permanent? Und was ist in der Paste drin, Alter? Uran? Pipi? Die Paste ist umweltfreundlich, ökologisch abbaubar, alkohol- und säurefrei, ja? Ich glaub euch kein Wort, Mann. Wieso würde eine Markerfirma sowas erfinden? Weil die genau wissen, was wir mit ihren Produkten machen, weil Menschen nämlich wirklich dumm sind. Da habe ich leider den Briefkasten von Manfred angemalt. Bisschen draufspucken und wegreiben geht nicht. Da brauchst du schon die Paste. Muss nur aufpassen, dass deine Hand sich nicht auflöst. Guck ich mir ein Porno an, Alter? Wo ist der Sprecher? Dann ist ja in die Paste gefallen, hat sie aufgelöst. Ich meine, so ein Etikettenlöser, Label Remover, findet bestimmt auch einmal im Jahrhundert irgendwie einen Einsatz. Wenn Ikea mal wieder überall Sticker draufklebt. Hört auf damit. Aber weil Edding eben so überzeugt von diesem Produkt sind, haben sie auch keine Kosten und Mühen gespart. Ach du Scheiße, Alter. Ich glaube nicht mehr, dass man das Video nennen darf. Das sind aber zwei PNGs, die aufeinander fliegen, Alter. Das ist eine PowerPoint. Next. Ah. Da wurde dann also die komplette Soundspur in die Paste gedroppt. Wo ist der Ton? Welches Brand in eurer Werbeabteilung dachte sich, oh Junge! Aber das Schütteln! Das Schütteln muss drin bleiben! Also mit dem Ding kann man halt malen. Wie mit jedem anderen Scheiß-Edding! Okay, okay, verstehe ich. Aber für Möbel wie neu? Was ist, wenn ich ein Loch im Schrank habe, gehe ich dann hin und sage, ui, wie neu? Hast einen Autounfall? Hier, nimmst du einfach Permanentmarker, Neuwagen. Ich meine, ich bin ja auch kein Schreiner. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Möbelreparatur so nicht funktioniert, Alter. Stell dir vor, du bist im Krankenhaus und da kommt der Arzt und sagt, Arm nicht mehr gebrochen. Und ich habe eine Frage. Wenn ich was mit dem Möbelmarker markiere, ist es dann automatisch ein Möbel? Kann ich Oma anmalen und ist dann ein Stuhl? Kann ich dann auf den Sperrmüll? Das Edding Holzboden Reparatur Wachset. Sag mal, habt ihr irgendwie Hangman mit den Produktnamen gespielt? Was kommt als nächstes? Der Edding Industriepainter. Damit kann man dann was? Eine Fabrik anmalen? Ich frage euch hier und jetzt, was ist die geheime Superkraft vom Edding Industriepainter? Warum existiert der Outdoor-Marker? Schreiben auf verschmutzten, öligen oder rostigen Oberflächen? Geil, Alter, endlich ein Stift, mit dem ich auf meiner Oma malen darf. Ich lieb meine Oma. Seine Farbpaste hält sogar unter Wasser. Na toll, da erkenne ich sogar hinterher noch, welche Oma ich ertränkt habe. Der Edding-Wäschemarker. Warum markiere ich Wäsche? Furz rein, Alter, das reicht. Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Das stimmt, ne? Das Shirt sieht ganz anders aus. Da liegt nämlich ein Stift drauf. Mit dem Wäschemarker lassen sich im Nu Kleideretiketten mit einem Namen versehen. Das würde natürlich mit dem wasserfesten Industriemarker nicht gehen, weil... Die geruchsarme Tusche des Wäschemarkers ist dabei kochfest bis 95 Grad und färbt nicht ab. Geruchsarme Tusche bis 95 Grad, ja, was kann das noch? Mir Frühstück ans Bett malen? Jetzt mal ernsthaft, wenn du andere Menschen damit markierst, dann ist es wie ein Tattoo. Und ja, ich weiß, es gibt ein Edding-Tattoo-Studio. Haha, witzig. Wait a minute. Der Edding-Silikon-Ölmarker. Gibt es überhaupt noch etwas, für das
dass ihr keinen scheiß Marker gebaut habt? Why? Wirklich, ich habe so viel übers Markieren gesprochen, ich will hier gleich in die Ecke pissen. Okay, und was kann dieser Silikonölmarker jetzt? Kann ich mir nach einer OP die Nippel damit anmalen? Wer kennt das nicht? Das Auto ist vereist und die Tür lässt sich nicht öffnen. Ich? Ich habe kein Auto. Und Deutschland hat seit 2004 keinen Winter. Aber trotzdem, vielleicht könnt ihr mir das ja erklären. Wie soll mir ein Filzstift helfen, wenn mein Auto einfach schockgefrostet ist? Soll ich mir jetzt die Tür aufmalen? Mit reiner Gewalt kann es schnell teuer werden. Pflegen und schützen Sie daher im Vorfeld Ihre Gummidichtungen mit dem Silikonölmarker. Nee, f*** dich, Alter. Wenn du das eine davor im richtigen Moment vorher gemacht hast und dran gedacht hast, dann musst du nachträglich nicht machen. Aber das bringt mir doch nichts, wenn es schon... Edding, ne? Die allwissende Weisheit hier. Der Edding Tiefkühlmarker. Lass mich doch einmal in Ruhe. Wofür ist der jetzt da? Um meinen Kühlschrank von innen zu beschriften oder schreibt der kalt? Ne, wenn man was warm ist. Cola kalt, Leute. Oder wenn man wieder schwitzt. Eingefrorene Lebensmittel im Gefrierbeutel sind nach einiger Zeit kaum noch zu unterscheiden. Nee, das stimmt jetzt wirklich nicht. Wie lange hast du Sachen im Tiefkühler? Mit dem Edding Tiefkühlmarker ist damit endlich Schluss. Denn so beschriftet finden sie all ihre Köstlichkeiten wieder. Das sind Steaks! Wenn du Fleisch nicht von Brokkoli unterscheiden kannst, dann brauchst du kein Edding, sondern eine Brille. Und wieso geht das jetzt nicht mit dem Briefkastenreifen oder Oma-Edding? Und haben sofort einen Überblick zum Inhalt und zur Haltbarkeit. Anna, die hat Brokkoli, Karotten und Brot beschriftet, weil die dann nicht mehr zu unterscheiden sind? Grün, orange und braun. In völlig verschiedenen Formen. Das erkennt sogar ein Farbenblinder. Nee, du kannst komplett blind sein und du verstehst trotzdem, Alter. Der Edding-Augenmarker, wenn du nichts mehr sehen willst. Der Edding-Tiefkühlmarker. Einfach unheimlich praktisch. Nein. Wasserfest und bis zu minus 25 Grad frostbeständig. Die Frage ist ja, was passiert mit der Schrift bei minus 26 Grad? Löst sie sich dann auf? Könnte ein Inuit am Nordpol damit auf seinen Briefkasten schreiben? Oder was braucht er da für einen Marker? Ich meine, braucht er dann den Outdoor-Marker für den Briefkasten, den Industriemarker, weil er da vielleicht auch arbeitet? Oder lösen die sie auch bei minus 26 Grad auf? Hm? Ich meine, was ist, wenn er ein freischaffender Künstler ist und seinen Briefkasten aus Reifen gebaut hat? Braucht er dann doch den Reifenmarker? Edding! Aber jetzt natürlich die Frage bei so viel Auswahl, was kann man mit dieser wunderschönen Palette dann alles anstellen? Gut, dass ihr fragt, denn Edding hat sogar einen eigenen YouTube-Kanal. Ja, ich gebe zu, das ist unter den 85 Sprachen jetzt nicht unbedingt ganz einfach zu bedienen. Ja, einige von den Videos sind auf nicht gelistet. Warum auch immer. Ne, die haben quasi mit einem Permanentmarker einmal drüber gestrichen und haben gedacht, es wäre wirklich weg. Ist es nicht. Aber wenn man diese Hürden alle überwunden hat, dann findet man wirklich wunderbare Perlen. Perlen wie zum Beispiel die Anleitung für bahnbrechende, wunderschöne, atemberaubende Wimpelketten. Wimpelketten? Wimpelketten sind ein super Party-Accessoire. Nein, sind wir... Sind wir nicht, Alter? Wie sind wir hingekommen, Alter? Was für eine Party? Feiern wir jetzt gemeinsam die Einweihung von irgendeinem unnötigen Stift, der genau das gleiche kann wie die anderen. Der Edding-Edding-Marker. Okay, aber was brauchen wir jetzt für unsere DIY-Wimpelkette? Ist eine Stoff-Wimpelkette. Tolle Vorlagen, die haben wir euch schon fertig gemacht. Und natürlich die Edding-Stifte. Zusammengefasst, Kram kaufen und drucken und sonst nichts mehr. DIY, das Akronym zu konsumieren, du Sau. Ihr legt euch jetzt einfach die Vorlage unter eure Stoffgirlande und macht es wie früher in der Schule. Und paust einfach durch. Das ist wirklich das unterste Level von DIY. Da ist noch kein Y dabei, weil du machst dann nichts selber. Das ist aber did it. Hey, ich bin die Hanna. Hi, Hanna. Warte mal. Boah. Und Hanna, was hast denn du da für eine Kette? Bla, bla, bla. Das ist die Gebrauchsanweisung für meine Wimpelkette. Dazu Marker von Edding, die speziell für Glas, Metall und Plastik als Oberfläche geeignet sind. Jetzt hör auf damit, Anna. Wie viele Marker gibt's denn für Glas? Seid ihr euch sicher, dass der auch auf Buntglas und Pfand hält, ja? Und das Ganze nochmal abwischen. Stopp. Ich lass mich gerade ablenken. Okay, ein Wort geschrieben, draußen ist hell. Zweites Wort nicht mal zu Ende geschrieben, draußen ist es dunkel. Es ist aber Nacht geworden, Alter, weil die so lange nach dem scheiß richtigen Marker gesucht hat. Oh, da irgendjemand hat die Fensterscheibe mit dem Edding zugemalt. So, und die Farbe ist gut getrocknet. Klar ist die gut getrocknet, Alter. Du sitzt da seit 23 Stunden, Bruder. Aber die Welt von Edding ist wie das Meer. Weit stinkt und ist voller Plastik. Wisst ihr, was mir fehlt? So ein Edding, der mit Zaubertinte schreibt. Ach, den gibt's auch. Oh, der ist euch noch nicht CSI fancy genug, ja? Ne, dann nehmt doch einfach den Edding-Führerschein-Marker. Der einen unsichtbaren, aktivierbaren Digitalcode auf den Ausweis via Spezialtinte drucken kann. Was habe ich gerade gesagt? Was auch immer, Alter. QR-Code, Magnetstreifen. Bah! Edding-Tinte. Die Zukunft. Warum nicht direkt noch Edding-Nagellack? Weißt du was? Lack mich am Arsch, Edding. Der Edding unter den Nagellacken. Aber ist der jetzt auch wasser- und frostfest bis minus 25 Grad? Hm? Kann ich damit Oma anmalen? Jetzt denkt ihr vielleicht, ihr habt jetzt alles gesehen. Aber nein. Hier ist ein Edding-Drucker für 4000 Euro, mit dem man Eier anmalt. Eier! Aber ich frage mich jetzt hier ein bisschen, muss man nicht aufpassen, dass man nicht den Outdoor-Drucker für freilaufende Hühner benutzen muss? Jetzt